Hallo Vlog, ich bin jetzt gerade hier in Essen angekommen und zwar besuche ich heute den DJ Greekstar bei 6x0, das ist sein Unternehmen und da werden wir ein kleines Interview führen, schauen wir jetzt mal rein. Immer noch alles schön weiß, ne? Ja, eigentlich schwarz, aber keiner hat Bock zu sprechen. Da müssten eigentlich so zwei Kerzen hin, so richtig königlich. Ja, genau. Schnurrbär, laufst du ab? Laufen wir hier hoch. Vor 2 Jahren oder so war ich zum ersten Mal, glaube ich, hier, ne? Ja. Kann das sein? Nee, so lange sind wir hier schon, weiß ich gar nicht. Ich meine schon. Auf jeden Fall damals, als ich das erste Mal hinkam, hatte ich den inneren Wunsch, bei euch zu arbeiten. Okay. Weiß ich nicht. Mir fehlt da einfach die Qualifikation, weißt du? Mir auch. Das sieht natürlich geil aus. Ja, Astrein, wie war denn so dein Arbeitstag heute? Ich bin Arsch, ich kam hier hin, im Stau, da habe ich Sushi bestellt. Das habe ich gesehen. Und dann, dann habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten. Aber war heute auch nicht viel. Ich wollte eigentlich meine Kopfhörer aus dem Nightrooms abholen, aber ja. Das mache ich übermorgen. Boah, sehen wir weiß aus. Deswegen, Alter. Ich meine, du bist ja wenigstens ein bisschen braun. Ah, das wird schon gut aussehen. Aber du müsstest, glaube ich, ein bisschen tiefer stellen, damit das scheiß Regal nicht. Ja, wie hast du angefangen, Alter? Wie bist du so... Ach, nimmst schon auf, ja, oder? Ah, okay. Deswegen ist Vlog, Alter. Läuft dann die ganze Zeit durch. Ah, okay. Ich schneide dann alles... Wie habe ich angefangen? Also DJ wollte ich irgendwie schon immer werden, seitdem ich auf Viva... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War ein Techno-DJ, glaube ich. Nicht Teddy O. Nein. Kam später. Mark O. oder Charlie Lornois in Mental Theory. Ich habe irgendeinen Videoclip gesehen. Ja. Keine Ahnung. Dann hat sich das so ergeben, dass... 1997 meine Eltern einen Club in Münster aufgemacht haben. Das ist natürlich optimal. Ja, und da hatten wir damals die Residence vom damaligen Tam Center aus Bochum. Das waren der DJ Oki, jetzt ja. Im Prater, ja. Der DJ Ben und ab und zu war auch der DJ Philo da, ehemaliger Resident aus Mindex. Dort habe ich mir halt so ein bisschen abgeguckt und mein Verlangen wurde halt immer stärker, so sowas auch zu machen. Ja. Nicht in erster Linie wegen Geld oder keine Ahnung, sondern Frauen. Sondern wegen Frauen. Genau. Okay. Frauen waren das Hauptthema, danach einfach nur um die Meute zu bewegen. Okay, also Musik stand an erster Stelle. Ja, nicht mal die Musik, sondern das Gefühl, dass man als DJ so eine Art Macht hat, die Crowd zu bewegen, wenn man will, halt sie nicht zu bewegen. Okay. So, und ja, das war so. Und das hat mir halt extrem viel geholfen. Ich durfte, weil meine Eltern halt, deren Laden durfte ich halt immer mit. Bin früh ins Nachtleben gekommen, wie hab spät, viel gesehen. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal aufgelegt so? Da war ich 13. Also ich hatte gerade 6-7 Monate angefangen so aufzulegen. Und dann ist ein DJ krank geworden, wir konnten keinen Ersatz finden, hat mich mein Vater gefragt, traust du dir das zu? Mit 13 Jahren? Ja, und ich so, ne, ich weiß nicht so, und dann musste ich aber. Ja, und dann habe ich das halt durchgezogen. Es war auch katastrophal. Erster Gig, aber ne, ja. Ich war extrem nervös. Klar. Mit Plattenspielern, mit Platten? Mit Plattenspieler und einem Mischpult, das war ungefähr so groß wie der Tisch hier. Soundcraft oder so ein richtiges Techno-Mischpult, aber damals war das halt so. Ja. Und das Problem war früher, dass wir die Platten kaufen mussten. Ja. Und der DJ wurde halt auch daran bemessen, wie viele Platten er hatte. Ja, und umso mehr Platten du hattest, umso besseren Sound, desto besser warst du. Heutzutage ist das ja anders. Heute hat ja fast jeder Zugang zu allen Liedern. Ja. Und man muss halt sich ein bisschen abheben von dem, was man spielt, so, ja. Aber jeder hat den gleichen Zugang. Ja. Und damals war das halt nicht so. Ja, und so bin ich halt ins DJing gekommen. Irgendwann haben meine Eltern den Laden verkauft, dann war ich erstmal raus und leider auch nicht volljährig. Und dann hat mir, ich weiß gar nicht mehr, ob das der DJ Oki oder der Ben war.
hat mir dann die Möglichkeit gegeben, ab und zu in ein Towncenter zu spielen. Das Witzige war, ich war ja noch nicht volljährig und es musste mein Vater immer mitkommen und neben mir stehen, Ach, weil krass. es irgendwie nach 12 Uhr war. Ja, Komische klar. Gesetzesgebung, ja. Ja, und so bin ich reingekommen. Und irgendwann kamen dann halt meine eigenen ersten Gigs in verschiedenen Läden. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht so, ich bin ein guter DJ, Ja, habe ich okay. echt von mir gedacht, Okay. bis ich dann irgendwann zum Gigapark kam. Und dann kam ich dahin und hatte einen Typ aufgelegt, der mit dem DJ-Namen Lil Tommy. Ja. Und ich weiß nicht, war früher so eine Art Spasti, wollte so imponieren soll. Und dann hat er Ja. gesagt, ja, wo legst du denn auf? Und dann habe ich auch Läden aufgezählt, wo ich gar nicht gespielt habe. Also große Fresse gemacht. Ja, Okay. das habe ich auch nur gemacht, weil ich den nicht kannte. Ich wusste Ja. nicht, dass er so ein hohes Tier ist. Ja, So, okay. ach so, da legst du auf. Ah, da kennst du ja bestimmt den und den und den und den und den Ja. und den. Und dann habe ich mich richtig blamiert. So. Aber Tommy ist halt so einer, der das Herz am richtigen Fleck hat. Und hat dann gesagt, pass auf, ich gebe dir die Möglichkeit, hier bei mir zu lernen. Du spielst jetzt erstmal 6 Monate umsonst. Und ich zeige dir mal, wie das geht. Und ja, dann habe ich das halt gemacht, mit Platte noch. Ja. Keine Gage bekommen, aber Tommy war immer so nett und hat mir dann Platten gekauft. Ach, krass. Ja. Okay. Und ja. Aber das ist mega sinnvoll. Also, das finde ich voll geil, ohne Ja. Scheiß. Weil du baust dein Musikrepertoire auf so und Genau du das. gibst das Geld nicht für Scheiße aus. Ja, ich habe halt für ihn Vorprogramm gemacht, dann natürlich den Schluss und immer, wenn er Pause brauchte, Ja. habe ich dann in der Prime gespielt. Ja, und das war halt, der war der beste Lehrer meiner Meinung nach und eine verdammt gute Schule so. Der hat mir Ja. eine Situation, kann ich erklären, ich hatte gerade den Übergang fertig mit Platte, mit Pitch und alles drum und dran. Da waren noch 15 Sekunden bis zum Übergang und dann kommt er einfach von hinten so und sagt, Malaka, so auf Griechisch, so, Ja. Malaka. Zu kommerziell und pack die Platte weg und ich hatte danach nur noch 10 Sekunden. So, was machst du? Ja. Also, ja, das hättest du ja vorher überlegen müssen. Nee. So war Und das dann gemacht. das hat er halt öfters gemacht, so Platte raus und solche Sachen. Aber deswegen sage ich ja, gute Schule, weil mich bringt inzwischen nichts Ja, mehr klar. aus der Ruhe. Ja. Wenn ich auflege und die Musik ausgeht und alle pfeifen, ja, dann Ja, scheiße interessiert ich dich auf die. nicht, Ja. ja. Und wie bist du in der Situation damit umgegangen? Das würde mich immer interessieren. Ich war Also. voll im Stress, also. Und das hat er mir erklärt. Überleg dir vorher, so wie man sagt, so überleg erst und dann rede. So Ja. hat er gesagt, überleg erst, was du spielst, und dann pack die Platte drauf, synchronisiere und den ganzen. Okay. Wie gesagt, super Schule. Hat mir auch nicht nur, was Auflegen angeht, vieles beigebracht, sondern auch Business drumherum, wie man eine Gagen verhandelt, etc. Ich sage das auch ganz offen, weil ich bin nie Star-DJ geworden mit den Ja. übertriebenen Gagen. Aber ich mache das so lange schon und kontinuierlich, also was heißt, zwischen 5 und 8 Bookings im Monat. Also das ist, Ja. ja, und das kam halt tatsächlich alles von dem. Und Tommy, falls du das siehst, tausend Dank nochmal. Vielleicht können wir dem das ja schicken, das Video oder so. Ja. Ja. Krass. Ja, so bin ich reingekommen. Und wie lange legst du jetzt schon auf, wenn du gesagt, also mit 13 Jahren hast du quasi deinen ersten Gig so Dann würde, illegal wenn ich im. jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, wie lange ich auflege, würde ich mein Alter Ja, das will ich ja verraten. herausfinden, so Seit hintenrum. 20 Jahren. Krass. Ja. Krass. Heftig. Seit Und 20 seit. Jahren, aber wie gesagt, die ersten Jahre, also seit 20 Jahren lege ich auf. Ich war auch Ja. durch meine Eltern früh im Nachtleben. Aber ich würde sagen, professionell, wo ich mein erstes Geld bekommen habe und etc., war so 2000. Hier im Gigapark Resident geworden und danach so kamen auch die Weil du dann Jobanfragen. eine gute Referenz hattest mit dem Genau, also der Gigapark. Gigapark seiner besten Zeit hat, glaube ich, zweimal den German Disco Award gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es sowas noch gibt, also diesen Award. Ja, das waren halt damals super, super Referenzen. Krass. Na. Heftig. Und jetzt aktuell bist du, also du warst dann eigentlich größtenteils im Ruhrgebiet unterwegs, ne? Und wie Genau, jetzt ich auch bist du habe dann. kurz eine Pause gemacht, weil ich aus privaten Gründen 1 Jahr ungefähr Ja. und danach bin ich wieder zurückgekommen. Habe erstmal, um wieder reinzukommen, habe ich viel bei so griechischen Partys gespielt, aber nicht griechische Musik, sondern auch Hip-Hop als Okay. Gast-DJ. Und
Ja, und Gastbookings, aber das war die Zeit, wo ich halt nicht viel hatte. Und dann habe ich dann wieder richtig angefangen aufzulegen. Und irgendwann, ich glaube, es war 2013, habe ich in Nightrooms als Resident angefangen. Und ja, Da bist du seitdem, jetzt immer noch, ne? da bin ich immer noch, ja, Ja, mit krass. dem Simo zusammen Also, aktuell, ja, ja. mit Simon, ja, der hat sich auch schon im Vlog. Ja, krass ist einfach, ich habe da mal mega Respekt vor, wenn sich Leute langfristig in einem Laden halten, weil das bedeutet ja, dass sie gute Arbeit machen, so den Laden eigentlich immer voll machen, so, ne? Oder Ja. halten zumindest, ne? Oh, ja, ich glaube, das spielt noch mehrere Faktoren eine Rolle. Nicht nur, dass man als DJ gut sein muss. Ich glaube, man muss auch als Person Ja. passen, loyal sein, freundlich sein zu und vertrauenswürdig. Das sind so Sachen. Ja, ich glaube daran, das habe ich auch, ich sage nicht, wie soll ich das jetzt nennen, nicht meinen Azubis, sondern den Leuten, denen ich was beigebracht habe. Sage ich das auch immer wieder. Ihr müsst nicht unbedingt die besten DJs sein. Ja. Wäre gut, wenn ihr das seid. Aber es sind halt viel mehr Faktoren, warum man als DJ bzw. als Geschäftsmann erfolgreich ist. Ja. Das gilt aber nicht nur im DJ-Business, sondern das Ganz gilt es genau, in jedem aber Business. viele sehen das halt so, ich bin ein krasser DJ und davon kenne ich einige. Es gibt ein Ja. paar richtig krasse DJs, aber das sind halt Arschlöcher. Ja. Und die kommen halt nicht im Dings voran. Ich werde jetzt keine Namen nennen, Nee, ich will auch aber immer No ganz Hate, genau. no, weißt du es ja. Aber hätten die halt diese Philosophie durchgezogen so, dass man freundlich, vertrauenswürdig, loyal ist, wären die jetzt ganz oben. Ja. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Also, das sehe ich genauso, ja. Und das habe ich auch in anderen Branchen schon mitbekommen, Ja. dass einfach dazu gehört. Genau, und jetzt, wie gesagt, jetzt bist du Resident gerade, um das mal wieder aufzugreifen. Ja. Nightrooms, bist dann hier im Ruhrgebiet allgemein auch unterwegs. Manchmal kommst du dann sogar nach Nach Kleve, bis nach Kleve, genau, Kleve ja. in meiner Heimatstadt. Und das Highlight, so, was ich immer so jetzt im letzten Jahr mitbekommen habe, ist eigentlich immer so in Münster die Geschichte, oder? Da können Genau. wir noch mal kurz eben ansprechen. Das steht jetzt auch bald wieder an, Ja, ne? das ist jetzt, oha, am 20. Mai, also Pfingstsonntag ist das, Ja. im neuen Beach. Neue Location oder Genau, was? weil das alte Heaven mit dem dazugehörigen Beach wurde abgerissen. Ich weiß nicht aus welchem Grund, ich glaube, da werden jetzt irgendwelche Luxusimmobilien hingestellt. Okay. Und ja, das ist halt immer das Highlight. Also, ich weiß nicht, ich bin halt immer so in Trance, wenn ich da bin, weil ich lege Freitag, Samstag auf, Ja. komme ohne Schlaf zu Iron Beach. Ja. So, und dann ist man schon so schlaftrunken. Da wurde man meistens durch die DJs, die vorher eingespielt haben, mit Grey Goose begrüßt. So. Ich meine, das wird dieses Jahr nicht so sein, weil ich trinke nicht mehr. Ja. Aber ja, und dann war man halt einfach, hat man so einen richtig krassen Film geschoben. Die Sonne ging unter, es war immer rappelvoll. Ja. Sehr, sehr hübsche Frauen, 70% Frauenanteil, alle am Tanzen. Ich weiß nicht, war, also das ist für mich so das Highlight. Ich Ja. glaube auch, weil man in Deutschland nicht so viele Outdoors-Partys so miterlebt. Wenig, ne? Vor allem im Ja. Hip-Hop-Bereich eigentlich. Also du hast Genau. natürlich viele EDM-Festivals, aber es gibt auch einige Hip-Hop-Festivals, aber so dieses Beach-Feeling irgendwie in Deutschland so fast gar nicht. Ja. Also wüsste ich jetzt auch nicht, wo man da großartig noch hingehen könnte, so. Ja, und das hat mir so gefehlt, ich als Südländer, wie man sieht. Genau. Ja. Genau. Ich hatte jetzt noch eine Frage, die ist mir jetzt gerade wieder entfallen, weil du so viel erzählt hast. Okay, ich sag nichts mehr. Nein, Quatsch. Genau, das wollte ich noch fragen. Um nochmal die Bio so ein bisschen aufzugreifen und eine Sache, die vielleicht in den letzten 20 Jahren häufiger vorgekommen ist. So, du hast bestimmt schon mit vielen großen Künstlern zusammengearbeitet, oder? Ja, einige, was heißt zusammengearbeitet? Ja, Also, ich so habe Gigs aufgelegt gehabt und so, und die hatten halt ihren Live-Auftritt, ja. So Hast in. du, willst du da ein paar aufzählen, oder? Ich weiß nicht, ob die nicht zu oldschool sind, also. Ja, ist Aber ja egal. Exhibit kennt doch jeder. jeder, Ex. Pimp My Ride. Genau. Ex. Exhibit, Lumidee, Krass. 112, Ryan Leslie, Lil Ryan Jon. Leslie hast du gemacht? Genau, wen noch? Ja, das sind so Das die sind mir auf jeden erzählt Fall haben. Leute, ich glaube, das kennt Ja. unser Publikum, ja. Krass. Ja, mit denen, also was nicht zusammengearbeitet, wie gesagt. Ich habe Vorprogramm für die Ja. gespielt oder die Mhm. Aftershow-Party, Ja. so. Ja, an einem Ja. Abend mit denen aufgetreten, Genau. so, Ja. ja.
Damals, als das war, gab es natürlich keinen Insta, sodass man Fotos machen konnte und markieren. Stimmt ja gar nicht, was du erzählst. Du hast ja gar nicht mit denen. Ich habe die Fotos und die sind halt irgendwo in einem Fotoalbum. Ja. So. Und dann kann ich meinen Enkel nachher erzählen, erkennst du den? Dann wird er sagen, hey, wer ist das? Ist denn, wie? Ja. Ja, krass. Okay. Ja. Wo soll ich jetzt nochmal starten? Also warte, ich wiederhole nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt aufgenommen worden ist. Also es ging darum, 6x0, deine, da wo wir jetzt gerade hier auch sind, dass du dir das aufgebaut hast. Erstens wann und zweitens warum. Ob das ein Sicherheitsding ist neben dem DJing, ja, und so weiter. Genau, das war beim Stehen. Früher, also als ich noch jung und dumm war, wollte ich nur DJing machen. Ich hatte das Ziel, Star-DJ zu werden und dicke Gagen zu bekommen. Ja. Es ist halt nicht so einfach, vor allem nicht im Hip-Hop-Bereich. Ich glaube, als Europäer ist es einfacher, im elektronischen Bereich Star-DJ zu werden. Natürlich mit Produktion und viel Fleiß etc. Mhm. Aber diese Gagen wird man als Hip-Hop-DJ niemals bekommen. Dann hat sich das so ergeben, ich habe mich an einer sehr guten Uni beworben und wurde da angenommen und habe mir gedacht, ich studiere mal nebenbei. Okay. Da war das Problem, dass als es mit der Uni sehr gut lief, die auch schweineteuer war, gerade auch das DJing sehr gut lief. Und da musste ich halt abwägen, so, was mache ich so. Ja. Und ich habe mich halt fürs DJing entschieden. Mhm. So, hab das halt, genau, hab das durchgezogen, hatte mega Palaver mit meinen Eltern, die die ersten Semester davon finanziert haben. Okay. Und ja, dann habe ich hier Uni abgebrochen, habe weiter aufgelegt und habe mich hier nachher überlegt, oh, das war doch nicht so klug, weil da kamen die ersten weißen Haare so und dann so, oh oh, wie lange machst du das noch so? Ich meine, das geht irgendwann nicht mehr. Und du hast auch nichts außer Abitur. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich studiere jetzt und dann gucken wir weiter. Ja, dann habe ich wieder mit dem Studium angefangen, aber an einer anderen Uni, die erste konnte ich mir leider nicht mehr leisten. Okay. Ja, und 2014, durch einen Zufall, war ich auf einer Party auflegen und zwar Peaches and Cream von G Diamond. Ja. Genau. Ja. Und dann war der Thomas da, mein jetziger Partner, ja, mit einer Kamera, ja, und hat da gefilmt. Ich so, was machst du denn hier? Er so, ja, ich filme hier, ich mach das hier so nebenberuflich, bla bla. Ich so, ja, cool. Und dann so, ja, sollen wir nicht Partner werden? Wie, aber was hast du denn mit Videoproduktion da? Null. Immer, also, ich habe nichts damit zu tun und auch jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung von Schnitt. Von gar nichts. Also ich bin hier der Betriebswirt und unter uns sind die kreativen Köpfe. Okay, also ja, unter uns eine Etage tiefer. Ich will damit nicht sagen, dass die unter mir sind. Eine Etage tiefer bedeutet dasselbe eigentlich, oder? Nein, aber ja, ne, wir sind jetzt oben und ja, wir arbeiten jetzt unten. Genau. Ja. Und ich habe Thomas damals gesagt, pass auf, wir machen eine Wette. Du holst mich ins Boot als gleichberechtigten Partner und wir werden was richtig Geiles aufbauen. Krass. Und Alter, Thomas ist halt so ein Typ, gutherzig und einer der besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Und er hat gesagt, alles klar, machen wir. Kanntest du den jetzt vorher schon oder habt ihr euch da kennengelernt? Durchs Auflegen, weil der Thomas ist auch DJ, ah, okay. Thai Light, Tai Chi und viele andere Thai-Namen. Okay. Und ja, so, ich kannte den früher durchs Auflegen und so haben wir dann damals die Agentur Bildflut gegründet. Ja, okay. Und 2016 umbenannt auf 6x0 und ja, haben wir damit angefangen, viele Eventfilme zu machen. Ja, also ihr seid erstmal aus dem Eventbereich gewachsen sozusagen. Genau, wir hatten auch sehr gute Kunden und Unterstützer, Sweet Monkeys, Drunken Monsters, nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Und viele andere natürlich, aber das waren so die Ersten, ja, die uns supportet haben und mit deren Filmen und ihren kranken Partys sind wir halt bekannt geworden. Ja. Ja. Und jetzt macht ihr, ihr seid ja aus dem Party-Sektor auch schon nicht raus, aber ihr macht da natürlich auch Sachen, aber ihr seid ja auch in anderen Bereichen. Genau, jetzt machen wir, tätigen. Jetzt haben wir uns entwickelt zu einer Art Marketingagentur. Wir machen auch Marketingkonzepte, viel Industriefilme. Ja. Ja, sind halt ein bisschen gewachsen, haben wir jetzt inzwischen auch Personal. Ja. Nicht mehr
unser 10 Quadratmeter Büro in Bochum. Ja, krass, aber so entwickelt sich das und da steckt mit Sicherheit auch mega viel Arbeit hinter, so. Auch wenn wir vorhin den Joke noch hatten, dass du als Letzter ins Büro gegangen bist, ausnahmsweise mal, ne? Ja, der hat heute gesagt, du musst dich interviewen, da muss ich nochmal pumpen Eben gehen. den Bizeps aufpumpen. Genau. Auf jeden Fall, ja, ich finde sowas immer heftig und, aber wie gesagt, das ist halt auch so eine Sache, die mich auch beschäftigt, die ich auch schon mal im Blog gesagt habe, so, was machst du halt irgendwann danach so, ne? Und Ja. ich finde, da sollte man sich wirklich, also man sollte einen Backup-Plan haben und nicht einfach blind 10 oder 15 Jahre in dem Business rumlaufen. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine wichtige Sache so für alle Leute, die jetzt vielleicht starten oder die auch schon dabei sind und so, ne? Ja. Also irgendwie einen Backup-Plan. Das schlage ich auch vor als alter weiser Mann. Auf Alter, jeden Mann. Fall, auf jeden Fall. Also beendet auf jeden Fall eine Ausbildung, eine Schule, man weiß nie, wie es kommt. Mein Vater, der betreibt immer Sachen, der sagte, warte ab, der hat das damals schon gesagt, in 10, 20 Jahren kommt eine App, Ach so, dann ja. wird der DJ ersetzt. Und ich habe gesagt, das wird so leicht nicht passieren, kann sein, dass eine App rauskommt, die Lieder, die Harmonien, die BPM erkennt und daraus halt Übergänge entwickelt Ja. und macht. Aber eine App wird niemals das Auge des Stimmt. DJs haben und das Gefühl haben, wann welcher Track wann kommen Ja. muss, ne? Ja. Und, aber man weiß nicht, die Technik, also der Fortschritt geht so schnell, vielleicht wird das ja entwickelt und dann sind Ja. wir alle arbeitslos. Ja. Ja. Ja, ist so, kann Ja. natürlich alles sein. Cool, jetzt haben wir so DJ-Ding haben wir eigentlich abgearbeitet. Wir haben über deine Agentur kann ich es nennen, ne? Ja. Agentur gesprochen. Also, wie gesagt, wenn keine Schleichwerbung hier, aber Filme für Partys. Ihr macht auch Pressefotos, oder? Wir machen alles und Casting Couch. Krass, die jetzt immer nicht rot ist, aber. Nein, aber solche Sachen gehen hier auf jeden Fall, ne? Also, wenn Genau. da irgendjemand noch mal eine Adresse braucht. Also Full Service Agentur, alles was mit ja, Video, Foto Content, alles was ihr braucht. Ja. Ich mach gute Preise, Brudi. Standort auf jeden Fall Essen. Also an alle Leute hier aus Kleve und Umgebung ist natürlich ein bisschen weit fahren. Aber online können die sich, ich blende auch die Webseite nochmal eben dann Okay. unten ein, dann können die Leute Genau. nochmal die Referenzen checken. Jo, jetzt lass uns zum letzten Punkt gehen. Und zwar dazu so, da habe ich ja jetzt eigentlich einen sehr guten Gesprächspartner. Wir wollen ja auch mal so jungen Leuten Tipps geben, wie die das DJ-Ding so starten können, worauf die den Fokus legen und so. Ja. Und du hast ja auch schon ein paar Leute jetzt so ausgebildet, was heißt ausgebildet, aber du hast die so ein bisschen an die Hand genommen, genauso wie du damals auch an die Hand genommen worden bist. Ja. Also wie fängst du da mit den Leuten so an? Also das wäre für mich persönlich das ist auch interessant, weil vielleicht kann ich da auch noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen so. Bei, Also also es ist bei jedem unterschiedlich. Also von den Leuten, die ich so ein bisschen geholfen habe, supportet habe, ist halt der G-Diamond, ja. dann den Markus Enschu, aber der war halt nicht so, der hat sich dann an jemand anders gewandt. Ja. Wen noch? Den DJ Grind und den DJ Taito. Ja. So, und jeder hatte halt eine andere Basis. Also der Ja. G-Diamond war schon, der konnte schon Übergänge machen, der konnte schon ein bisschen scratchen und der hat halt einfach einen Support gebraucht für alle anderen Sachen. Der Okay. DJ Grind hat sich Plattenspieler geholt und meinte, okay, was mache ich jetzt damit? Wie schließe ich die Also an? noch ein Ticken tiefer Genau. zurück, ja. Und wie gesagt, je nachdem, wie die waren, habe ich die halt supportet. Bei DJ Ja. Grind von null auf und bei G-Diamond war es halt anders. Ja. So, und wichtig ist halt, es geht jetzt nicht nur ums Mixen. Das Mixen Ja. lernt man schnell. Track-Auswahl, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommt darauf an, dass man ein Gefühl bekommt, wann welches Lied gespielt werden muss. So Ja. ein Gefühl für die Crowd. So, und das lernt man halt. Entweder man geht halt feiern und guckt, was macht der andere DJ, oder man geht halt mit einem DJ, mit der irgendwo auflegt und guckt sich das an. Und das habe ich halt mit den Jungs gemacht. Ich glaube ja, dass es heutzutage extrem schwer ist, in Clubs reinzukommen. Das ist das, was, also das ist die häufig gestellteste Frage, Ja. die ich kriege. Wie komme ich in den Club rein? Wie kriege ich meinen ersten Gig? Und ich glaube, das liegt daran, dass, ja, man muss sich das so vorstellen. Nehmen wir einen Club, der hat zwei, drei Resident-DJs. Ja. Und jeder, der neu reinkommen will, ist ja für die sowas wie ein Angriff. Ja, also das ist das Denken, Ja, das ist halt so. Und Ja, das nicht ist, überall. nee, nicht überall, Also. aber ein Newcomer-DJ. Man kann dann halt schwer abschätzen, ist er gut, ist er nicht gut, so. Und wenn, egal, ob das ein guter oder nicht guter ist, er kommt erstmal rein und wenn er es schafft,
hat auf jeden Fall ein paar Termine. Ja. Und das möchten halt die DJs also nicht vermeiden, aber die schützen sich. Deswegen ist es halt schwer, überall reinzukommen. Früher hat man ja noch Mixtapes an die Clubbesitzer geschickt und so. Das, ja. das interessiert heutzutage nee. Keinen mehr. Das Einzige, worum es heute geht, ist Marketing. Entweder man ist halt ein YouTube-Instagram-Star, so wie Naja, du bist so weit von entfernt. Aber du weißt schon, was ich meine. Man ja. geht in die Richtung und also vermarktet sich. Du kannst dadurch aus der Masse hervorstechen. Das, ja, also, du musst irgendwas finden, was dich anders macht als alle anderen. So. Darum geht es halt nicht nur beim DJing, sondern bei jedem ja. Business. So. Entweder der Weg oder halt durch Connection. Ja. Du musst jemanden haben, der dich mit da reinbringt. Ja. So, wenn du einen findest, der dich da reinbringt, dann musst du dem gegenüber extrem loyal sein. Du musst auf den hören und seine Anweisungen nie anzweifeln. Ja. Und wenn der Typ halt auch kein Arschloch ist, dann wirst du dann irgendwann ja. reinkommen. So. Das ist halt so die Sache, ne? Wenn du da jemanden suchst. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, oder wir haben auch vorher im Blog schon irgendwo darüber gesprochen, so, du hast dann viele DJs, die dann, wenn du da ganz normal ankommst, so, die lehnen dich natürlich ab, wahrscheinlich aus dem Grund, den du gerade genannt ja. hast, dass die einfach Angst vielleicht haben um ihre Existenz da in dem Laden oder wie auch immer. Ja, man muss auch dazu sagen, es kommen auch verdammt viele, ne? Es kommt, ja, okay, ja. das stimmt. Wenn man dann Resident irgendwo ist, so, dann komm halt, ich bin DJ, ja. kannst du mich da, und dann irgendwann ja. nervt es halt auch auf so. Jeden man, Fall, muss, man muss selbst beim Fragen herausstechen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ich glaube, dass ich persönlich ein Gefühl dafür habe, für jemanden, der es ernst meint, so, ja. also der auch wirklich Bock hat, der kommt dann nämlich noch ein zweites und ein drittes Mal oder ein viertes Mal. Oder jemand, der einfach nur jetzt ganz schnell irgendwie in den Club kommen will und Frauen abschleppen will, ja. so ungefähr. Ne? Oder Geld machen will, wie auch ja. immer. Ne? Und ich finde, also deswegen, die Leute, die, ich habe da auch so ein paar Jungs jetzt, die liegen mir dann am Herzen, weil die wollen wirklich, aber die kriegen keinen Support, so, ne? Und ja. das ist halt so die Sache, die ich schade finde, ne? Ja. Ich habe mal bei Mann ein Interview von den Drunken Masters. Kennst ja. du die? Ja, ich kenne die, ja. Die haben gesagt, es ist heutzutage einfach geworden, DJ zu werden, aber gleichzeitig ist es wiederum verdammt schwer geworden. Ja. Einfach geworden, weil, das habe ich gerade schon gesagt, der Zugang zu der Musik ja. ist super einfach geworden, nicht wie früher beim Mustern und Plattenkauf. Ja. Man muss ja viel Geld investieren ja. auch, ne? Hat man 200 Mark damals Gage bekommen, das waren 20 Platten. Das und heute kannst keine Abend mitspielen. Heute, was zahlt man bei DJ City? 60, 70 Euro? $90 für 3 Monate. Genau. Ja. So, und dann kann man runterladen bis zum geht nicht mehr. Damals war das halt nicht so. Daher einfach. Schwer wiederum, weil es inzwischen so viele DJs gibt ja. und man muss wirklich herausstechen. Mit seinem Sound, vielleicht auch mit seinem Aussehen. Man muss halt etwas Besonderes sein. Und ja, es ist halt schwer, den schweren Jungs, die schon ihre Jobs haben, da den Posten streitig zu machen. Deswegen sage ich ja, meiner Meinung nach, versuchen, sich einen Mentor zu suchen. Genau, dann würde ich auf jeden Fall immer auf den sagen, hören, ja. loyal sein. Es sei denn, ihr seid Zlatan Ibrahimovic, dann scheiß auf euren Mentor, zieht euer Ding durch. Dann müssen wir ein großes Selbstbewusstsein haben. Genau, Selbstvertrauen. Nur in dem Fall. Alles andere, ja. Und dann wird das, wenn der Mentor auch kein Arschloch ist, dann wird das auf jeden Fall klappen. Ja. Also auf jeden Fall irgendwie den richtigen DJ da irgendwie so finden, ne? Ja. Der einem da so ein bisschen helfen kann. Ja, man sollte da zwei Faktoren beachten. Also einmal sollte der Sound, den der Mentor-DJ spielt, zu seinen Vorstellungen ja. passen. Und zweitens muss man halt auch menschlich passen. Ja. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Wenn da zwei Alpha-Tiere aufeinandertreffen, ist das halt immer schwierig. Sinn. Ja. Das stimmt. Ja. Und ansonsten, neue Tipps so für Newcomer, wie ich das jetzt in dem Moment sehe, ist, ja, auf Technik wird leider nicht mehr so viel Wert gelegt, das ist sehr, sehr schade. Also Scratching und Co. kann ich aber auch verstehen, die Leute, die da tanzen, denen interessiert das nicht, ob man scratchen kann, die wollen halt ihre Musik und feiern. Ja. Wenn man das natürlich so ins Set einbaut, dass die das feiern, okay, ja. aber es ist halt selten. Und leider ist das halt, das habe ich dir glaube ich auch schon mal gesagt, das Scratchen ist leider so Pimmelverlängerung unter DJs geworden. Man kann es, ich feiere es immer noch extrem, aber man kann es nirgendwo
mehr also, Vorfinden. Genau, also wenn du squashst, so, dann ist das nur ein DJ-Ding so unter den Ganz DJs. Genau. Halt, ne? Klar. Und ich hoffe, das wird niemals aussterben, weil das ist halt, sind halt so die Wurzeln und ich sehe halt immer, dass es immer weniger wird. So. Ja? Ja. Ja. Man merkt das ja auch so viel. Also ich war ein Vinyl-Fanatiker. Also Plattenspieler-Fanatiker, ja. Nicht ja. Vinyl-Fanatiker. Und jetzt spiele ich zum Beispiel lieber mit den CDJs, weil kein Club hat gescheite Plattenspieler, keine Nadeln. Krass. Man hat immer Probleme und jetzt freue ich mich hier riesig auf Face und Rain mit den Dingen. Ich hoffe, damit sind alle Probleme beseitigt und wir können wieder mit Plattenspielern auflegen. Ich hoffe, dass die Clubs auch das Geld dafür ausgeben. So. Ja, oder wir machen das sowieso. Du bringst auch immer dein eigenes Equipment mit. Also den Mixer bringe ich mit, ja, weil die Plattenspieler nicht. Wobei, ich habe eine andere Erfahrung. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich komme in Clubs teilweise, also wenn ich zum Beispiel in Frankfurt spiele, steht da immer ein S9 und Plattenspieler. Also ich weiß nicht, ich bin da vielleicht in anderen Gegenden, in Berlin auch, steht immer ein S9 und Plattenspieler. Ja, das liegt wahrscheinlich an den Residents, die sagen, wir brauchen S9, wir brauchen S9. Ja. So. Bei mir ist es halt so, ich sage, ich brauche gar nichts, erhöht lieber meine Gage, bevor ich in Equipment investiert. Okay, aber die Rain-Dinger sollen sie sich kaufen, oder was? Ja, also die Rain-Dinger werde ich mir auf jeden Fall privat kaufen. Die machen aber langfristig Sinn, genauso wie die Face. Ja. Das wird übrigens mein erstes Equipment sein, ich hatte nämlich noch nie Equipment. Echt jetzt? Nein, das stimmt, noch nie. Krass. Ja. Heftig. Oder doch, ich hatte mir mal gebrauchte Technics gekauft, die habe ich 3 Monate behalten, aber dann konnte ich meine Autoversicherung nicht mehr zahlen und habe die verkauft. Ja, keine Ahnung. Also bei mir war es so, ich hatte die Technik, bevor ich überhaupt irgendwie in den Club gekommen bin, so schon. Also, jo, hast du, also zu dem Thema, wie gesagt, auf jeden Fall Mentor suchen, das kommt immer wieder vor im Vlog, so, das ist eigentlich das Wichtigste, einen gescheiten Mentor finden, der auch Bock hat, jemandem was beizubringen und dann aber auch loyal sein und ehrlich sein und einfach das, auch das sollte aber das sollte ja aber selbstverständlich sein. Nicht nur dem Mentor gegenüber, sondern auch den Clubbesitzer gegenüber allgemein. Einfach allgemein und das ist halt auch so jetzt so durch Facebook und Instagram hast du halt auch viel die Chance so zu faken, ne? Und Videos so hochzuladen, dass die dich in perfektes Licht rücken oder so, ne? Oder keine Ahnung, Fotos zeigen, wo eine volle Crowd ist, die der DJ gerade aber eben vor dir irgendwie organisiert hat, so. Also da muss man halt auch immer gucken und ehrlich sein, weil wenn man nachher irgendwie was zeigt im Internet und dann in den Club kommt und das nicht abliefern kann, was man dann präsentiert hat von sich im Internet, dann ist man natürlich, dann kommt der Fake, der fällt dann auf. Ach, ne? Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass viele Clubbesitzer anhand der Likes reagieren. Also muss ich ehrlich sagen, es werden DJs gebucht, kann auch sein, dass die gut sind, aber ich sage jetzt, im schlimmsten Fall ist der DJ schlecht und hat 30.000 Likes. Ja. Ob die jetzt gekauft sind oder Dings, der Clubbesitzer sieht, 30.000 Likes, das könnte gute Promo für mich sein. Ja. Ich buche den DJ, bei 30.000 zieht er mir locker 300 Leute, 10 Euro Eintritt, 3.000 und ich gebe den Jungen 400 Euro. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt noch so ist, weil gerade durch diese ganzen Analyse-Tools und so weiter, da kommt jetzt, fällt ja auch viel auf. So. Ich glaube, das flacht gerade wieder so ein bisschen ab. Gott sei Dank. Also vor 1-2 Jahren auf jeden Fall, da gebe ich dir voll recht. So, ne? Und vor allem, wo kommen die Likes dann her, wenn du 30.000 hast, ob die dann auch alle wirklich im Umkreis von der Person wirklich dann herkommen? Ne? Das ist halt auch noch die Frage. Ja. Da kann man jetzt nichts so sagen, aber... Deswegen immer Realness, Realness. Ja, ist so. Ja. Ist so. Wenn du langfristig in dem Business bleiben willst, ist aus meiner Sicht das am wichtigsten, dass du einfach so bist, wie du bist und dass du dich nicht als jemand darstellst, der du gar nicht bist. So. Ja, das ist wichtig, ja. Ja. Und vielleicht auch mal eine Nachricht an die Mentoren. Ihr solltet tatsächlich euch auch mal öffnen und den jungen DJs die Chance geben. Weil ich habe die Erfahrung zum Beispiel gemacht, jenen, denen ich geholfen habe, kam das doppelt und dreifach zurück. Ja, das heißt, als ich damals halt den G-Diamond geholfen habe, ins Spiel zu kommen, wie gesagt, den Markus Enschür nicht so viel, aber selbst dann war es halt so, dass sie, oh, Greenstar, wir brauchen einen DJ, kannst du da? Ich habe durch den Enschür einen Resident-Job bekommen, durch den G-Diamond mehrere Gastbookings bekommen und so kommt das zurück. Wie gesagt, wenn man cool miteinander ist, geben und nehmen. Ich glaube auch nur so funktioniert es. Also guck mal, das ist jetzt die, ich glaube, 50. Folge, die wir drehen. Und da ist ja auch, da sind ja so viele Sachen dabei, die jungen Leute oder vielleicht auch die älteren Leute irgendwie aufschnappen können. So, ich finde auch einfach raushauen so und einfach geben und gucken, was passiert so. Und genau, das ist ja dieselbe Philosophie, die du eigentlich auch hast. Im schlimmsten Fall soll passieren. Man fällt 1, 2, 3 Mal auf die Schnauze und dann sollte man es lernen, okay. Ja. Ich habe
nicht so gute Menschenkenntnis. Ja. Also. Ja. Aber ansonsten ist eigentlich nichts. Einfach mal öffnen. Also, wenn man die guten Jungs hat, die sind dafür auch dankbar und es kommt auf jeden Fall zurück. Ja. Krass. Da hatten wir noch nicht im Vlog so dieses Ding an die Mentoren, finde ich voll gut. Ja, mal andersrum. Ja, genau, auf jeden Fall. Hast du sonst irgendwas, was du so raushauen willst, was dir jetzt noch so einfällt? Ansonsten, ich habe ja mal so drei Fragen noch, dann können wir da nochmal eben dran gehen. Dann gehen wir zu den drei Fragen. Dann gehen wir wieder zurück zum DJing. So, was war das Krasseste, was du in deiner DJ-Karriere erlebt hast? Ach scheiße, darauf wollte ich mich vorbereiten. Scheiße. Ich sehe natürlich immer die Folgen und habe mir gedacht, wenn mir irgendwann die Frage gestellt wird, dann weiß ich zu antworten. Du wolltest eine lustige Antwort raushauen. Ja, aber jetzt das Heftigste. Okay, lass mich kurz überlegen. Ja. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen Zeit, ich kann ja auch schneiden. Ne? Genau. Was war denn? Also ich habe viele, sehr, sehr viele. Also eins der prägendsten Momente war, da war ich tatsächlich eines meiner ersten Auftritte mit 13 Jahren im Club meines Vaters und da habe ich von einer richtigen heißen Perle, ich glaube, die war aber auch auf Droge, eine Nachricht bekommen mit einer Nummer drauf und der Aufforderung zu wilden Sachen. Okay, mit 13 Jahren. Ja, ich glaube, die war blind, ich hatte nur noch Zahnspange und war übergewichtig, auf jeden Fall, aber die war geil. Ja, auf jeden Fall lustig, klar. Da habe ich mir gedacht, okay, du ziehst das jetzt durch und bist DJ. Wenn das jetzt schon so voll abläuft. Voll die Bestätigung schon bekommen, direkt am ersten genau. Arbeitstag. Wie wird das wohl in 10 Jahren aussehen? Ja. Leider anders. Ja. Ja, okay, da war die krasseste Story, die du erlebt hast, direkt am Anfang deiner Karriere. So mit ja, ich gab halt ja, viele. Ich hab zum Beispiel auch, war ich Support-DJ für Craig David, dann habe ich das erste Mal Vorprogramm beim richtigen Konzert gespielt. Und als der Vorhang dann aufging, das war halt... So, boah, da dachte man echt, man wär's da und ich kam dann runter, um mir das Konzert anzugucken, da kamen die kleinen Mädels, hey, können wir vor dem Autogramm haben? Und dann habe ich mich echt wie Star gefühlt, so. Ja, krass. Krass, ja. Heftig. Das war cool. Krass. Auf jeden Fall mir auch, boah, richtig aufgeregt warst du bestimmt, oder? Ja. Wie viele Leute waren da? Es gibt auch einen Zeitungsbericht davon, den müsste ich mal raussuchen. Ich glaube, in der Zeitung stand 10 oder 20.000 waren da. Also das war... Königspilsener Arena? Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da reinpasst, ich will nichts Falsches sagen, aber da um den Dreh war das. Auf jeden Fall mehrere Tausende. Craig David zu seiner besten Zeit, ja. Ja klar, hat der Hallen gefüllt, auf jeden Fall. Jo, nächste Frage, was war das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast? okay, ich sag das ist ja nicht so schlimm. Ja, das ist auch gar nicht so lange her. Ich werde ja oft auch alleine gebucht bei DJs, ich ziehe den ganzen, bei Partys, ich ziehe den ganzen Abend alleine durch. Und letztes Mal ist es tatsächlich so passiert, dass gegen 3 Uhr hatte ich extreme Magenschmerzen und ich hatte Durchfall und ich konnte halt nicht weg. Dann erzählt er einfach im Blog jetzt allen Leuten. Ja, was hast du denn gemacht? Dann erzählt er das jetzt auch zu Ende. Ja, gesagt, dass ich habe bis 5 Uhr eiskalt durchgehalten. Und da ich Heimscheißer bin, bin ich mit 250 Sachen durch die Stadt gefahren, hatte Blitzer Pro App an und habe 70 Kilometer in, keine Ahnung, 10, 15 Minuten geschafft. Und dann war ich schön zu Hause und da waren die Magen. Das war das Schlimmste und seitdem habe ich auch dem Clubbesitzer gesagt, ihr braucht auf jeden Fall, wenn ich da bin, immer ein Backup. Also entweder bringe ich den mit oder jemand anders. Boah, weil das kann, das war jetzt ein bisschen witzig, aber es kann auch sein, dass das halt ein ernstes Ding ist. Auf jeden und Fall. Das war für mich auf jeden Fall richtig schlimm. Ja. Ich kann mir das vorstellen, der war jetzt so witzig, so rübergekommen ist. Ja. Krass, okay. So, wolltest du noch irgendwas zu sagen oder sollen wir zum nächsten? Wir kommen zum nächsten, das wollen wir schnell abhaken. Okay. Letzte Frage, ich meine, du bist jetzt auch schon, ich sag mal, fortgeschrittenes Alter. Ich will jetzt nicht, ich will dich nicht. Wir haben das ja gerade schon berechnet, aber okay. Genau, lassen wir jetzt einfach mal. Die letzte Frage ist immer so, was sind noch so deine Zukunftspläne? Also, natürlich am liebsten im DJ-Bereich, aber ich weiß halt nicht, ob du da jetzt noch so riesige Ambitionen hast, wie vielleicht mit 13, wo du gesagt hast, du willst da DJ werden. Ich denke mal, das ist erstmal vorbei. Aber also kann auch dann jetzt auf 6x0 hier auf die Firma oder Familie oder wie auch immer bezogen sein. So, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also im DJ-Bereich werde ich in den nächsten Monaten, Jahren meinen Platz räumen tatsächlich, aber aus dem
Hip-Hop-Bereich. Ich habe angefangen, mich jetzt in der Techno-Szene ein bisschen Dann einzuleben willst du schon und verraten, also die exklusive News, ey, dann kann ich ja dann so schreiben. ja. Exclusive. Und einen anderen Namen natürlich, anderes Marketing und ja, ich bin da schon seit letztes Jahr dran. Was heißt Techno? Also richtig Techno oder Deep House, Tech House und so? Naja, Schon? minimal Tech House und Techno, also schon Okay. die härtere Schiene so und ja. Krass. Hast du da Connections schon irgendwie oder? Ja, mein Partner ist ja Ja. Techno-DJ, Der bringt dich der da füttert rein. mich halt immer mit den Tracks und Krass. sagt mir so und so musst du das machen, so und so. Und ja, ich bereite mich da wirklich vor. Ich gucke mir sehr viel Krass. Boiler Room an, Ja. sehr viele Auftritte von Carola, Deborah DeLuca, solchen Leuten. Und ich hoffe, ich bekomme irgendwann meine Chance zu zeigen, was ich gelernt habe. Krass, Ja. Alter. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen so. Ich meine, ich habe das ja schon so, du hast es ja so ein bisschen angeteasert. Ich habe das vermutet schon, dass du irgendwie sowas Ja. machst. Aber wird ja schon ziemlich ernst dann jetzt. Ja. Das ist Krass. auch etwas, ich sage immer, nie mit diesen Scheuklappen durch die Gegend Nö, du bist offen laufen. so für neue Offen. Sachen. Also ich habe ja mit Techno erst angefangen und bin nachher zu Hip-Hop Ach gewechselt so. und jetzt gehe ich wieder zurück zu Techno. Ja, back to the roots so. Genau. Ja, krass. Ja, Und und sechsmal, ach so, ja. ja, 6x0. Hoffentlich läuft das Mega, weiterhin mega, oder gut. was? Ja, hoffe ich mal, dass wir alle noch eine gute Partnerschaft haben und weiterhin so cool bleiben. Das ist ja auch wichtig, weil wir sind ja drei Partner und das muss halt immer Ja. passen. Und wir sind Partner und Freunde. Und wenn das so ist, dann mache ich mir da keine Gedanken. Willst du denn, hast du vor, wirklich richtig groß zu werden oder sagst du, ey, mir reichen irgendwie, wenn wir 10 Leute oder so sind, dann reicht mir das? Was meinst du? Bei Jetzt bei 6x0? 6x0, umso größer, desto besser. Also du willst immer wachsen, okay. Es gibt ja auch Ja. Leute, die sagen, nee, das ist mir sonst zu viel, ich möchte eher so einen Ja. kleinen Kreis und so. Also ich sage das jetzt für mich, ich muss Ja, ist dein Wunschdenken jetzt, ne? Geht genau, nur um dich jetzt so. ich würde am liebsten so groß wie möglich werden. Okay. Ja, das zu 6x0. Bei dem Techno-DJ-Ding, diesmal mache ich es anders. Keine genaue Zielsetzung, das will ich schaffen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ja. Ich habe jetzt mehr Erfahrung, habe mehr Connections. Vielleicht wird es besser laufen als die Okay. Hip-Hop-Karriere. Ja. Ich habe auch eine sehr gute Marketingagentur, die mich da unterstützen könnte. Ja, krass, ja. Was sagt denn deine Familie so dazu, wenn du noch weiter auflegen willst, so? Ja, die finden das nicht so gut. Okay. Ja, das ist auch schwer. Also Ja. wenn man Familie hat, Deswegen wollte ich ja und einen fragen. normalen Job noch nebenbei, ist Ja. man 5 Tage die Woche weg, dann Freitag, Samstag weg und Sonntag tot. Ja, Ja, und dann deswegen ist das hat halt. man ja Ja. nichts von der Familie. Ja. Und das Einzige, was ich denke, die Familie glücklich macht, ist der dicke Umschlag, der nach jedem Gig halt Ja, kommt klar, auf so. jeden Fall, aber trotzdem langfristig gesehen ist Geld, glaube ich, auch So nicht ist alles, es. sondern weil wirst Ja. du selber auch schon Erfahrungen Ja. gemacht haben. Ja. Ja. Ja, das war's. Ja, krass. Ja, hat mich gefreut und guck mal, wie das Feedback auf jeden Fall zu dem Video sein wird. Ich denke mal, ihr guckt euch das hier in den Räumen wahrscheinlich auf dem Beamer an und trinkt dabei ein Bier oder so. Also ganz Ich trinke übertrieben nicht nicht. Also du mehr. trinkst ja sowieso nicht Ja. mehr. Aber ja, Ja. war auf jeden Fall nice. Auf Danke jeden dir. Fall. Danke. So müssen wir machen. Genau. Zack.